Hallo liebe Leute, hier ist der Frankani und ich darf euch begrüßen zu den Nachbarsbauern in Ebelsbach. Mit dabei wieder der Gacki. Servus. Hallo und willkommen hier wieder bei uns. Ja, wie ihr seht, wir haben einen neuen Tag hier und ja, mein Kontostand hat sich ein bisschen verbessert. Wir sind von 5.000 auf 350.000 Euro hochgeschossen. Das waren die Einnahmen meiner kleinen, aber feinen BGA. Ja, meine Einnahmen haben sich auch geändert. Negativ. Ich bin jetzt mit 5.000 minus. Aber wir hatten, glaube ich, wir hatten ja schon besprochen, dass du mir ein bisschen Silage abkaufst. Ganz genau. Wie sieht denn eigentlich dein Plan aktuell aus? Bist du beschäftigt? Es geht im Moment. Ich habe gerade meine Dreschmission beendet. Beziehungsweise habe gerade die Sachen abgeladen und musste jetzt so ein bisschen vorsichtig sein, dass ich den Überschuss behalte, weil das Getreide brauche ich für die Schweine, die dann kommen werden. Jetzt haben wir ja genügend Geld. Wie gesagt, wir kaufen dem Andi ein bisschen die Silage ab und dann wird hier mal jetzt endlich der Schweinehof auch wirklich in Betrieb genommen. Aber ich muss nebenbei noch mal so ein bisschen düngen und Unkraut spritzen. Ah, wenn ich hier an die Kurve kommen würde, wäre das auch besser. Wäre es dann möglich, dass du dir die Silage abholst? Ich kann gleich mal mit dem Anhänger rüberkommen, ja. Dann wieder, du hattest eh gesagt, es dauert ein bisschen, dann stelle ich den einfach ab bei dir und wenn er voll ist, hole ich den dann rüber. Und in der Zwischenzeit kann ich ja meine Düngetätigkeiten hier weitermachen. Ja, das heißt, hier aus dem Hof rauskomme, bin ich schon quasi auf dem Weg. Gut, dann bringe ich schon mal das Förderband in Position. Mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ja, da liebe ich doch dann das Förderband von der Hofbergmann. Ja, so. Fährt es schneller? Das fährt 45. Okay. Ja, ich habe ja den. Aber das ist ja eh ein modifiziertes. Genau. Das habe ich gar nicht benutzt, das habe ich gleich verkauft. Mich so erschrocken. Ich kenne ja die Förderbänder, die eigentlich ja irgendwie, glaube 5 km/h fahren oder so. Und ich setze mich da auf dem Ding rein, gib Gas und das Ding macht so einen Satz nach vorne und beschleunigt. Ich dachte, holla. Und wie hatte ich vor ein paar Tagen irgendwie bei einem anderen YouTuber gesehen, der meinte irgendwie zu dem Förderband, passt mal auf, irgendwann wird es Rennen mit den Förderbändern geben. Kann ich mir gut vorstellen. So, ich habe dir schon mal den Startes gegeben, also eigentlich bist du dann super schön voll werden. Und dann in der Zwischenzeit werde ich hier mal meinen schönen Ball noch ein bisschen aufstichen. Wir brauchen hier den Hänger Stroh nach Hause zu bringen. Und dann, ganz wichtig, wir müssen Futter und Stroh. Dass wir glückliche Kühe bekommen. Ja, ich will gucken, dass ich glückliche Schweine bekomme. Hat dann aber auch lange genug gedauert. Und wenn das Geld nicht da ist, kann man es nicht ändern. Irgendwie ein bisschen den Weidezaun kaputt gefahren. So, jetzt gucken wir mal, wie wir da rankommen bei dir. Aus hier. Ach, da steht das Förderband.
es wird befüllt. Gut, dann lasse ich den mal hier stehen, weil wir haben noch andere Sachen zu tun. Bevor unsere oder das eine Feld reif wird, müssen wir hier nochmal Unkraut weiter wegmachen. Und wir müssen einmal düngen noch. Oh, da steht ein Drescher im Weg. Hier dran und so weiter. So, komm, klapp auf den Stuhl. So. Nee, ganz schöne Ranch hier. Aber. Oh ja, so, ich mal gucken, bin ich da richtig? Einmal durchziehen. Und unsere Wiese dürfte ja auch schon wieder bald soweit sein. Die sieht schon sehr saftig aus. Ja, das ist gut. Ja, ist immer ein neuer Tag, ist immer viel Arbeit. Ah, hast du vollkommen. Aber das wollen wir ja. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Nein. So, richtig. Hab mich am Strommast festgefahren. Raus manövriert wieder perfekt mit der Power eines MB-Trucks geht das. So, jetzt muss ich versuchen zu decken. Das ist natürlich hier noch ein bisschen. Glaube ich ganz gut, machen wir hier mal noch den Rand einmal. So hundertprozentig müssen wir das auch nicht machen. Reicht. Dann holen wir jetzt mal den flüssigen Dünger und dann geht's weiter. So, wie war das? Schön vorsichtig hier fahren. Wenn ich die so oben drauf stelle, dann müsste ich die Packlang besser. Das sollte was helfen. Nicht blinken hier am Hof. Lüssig gemacht wird. Das waren wahnsinnige 200 Liter. Da stehen überall so halbe Big Packs rum. IBC-Container. Müssen wir mal alle so nach und nach jetzt einsammeln. Jo, gucken wir mal. Ja, guck mal. Das hat genau gepasst. Und dann geht's jetzt noch in den Fronttank. Der Rest hier. Nochmal 180 Liter. Aufklappen.
Kriegen wir das noch hin? Dann müssen wir gleich mal gucken, wie weit der Silagebefüller ist, da unten bei dir. Aber ich mache jetzt erstmal hier das Ding. Mal gucken. Ja, wird auch angenommen, sehr gut. Muss man ja immer mal kontrollieren, ob auch wirklich alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. So, naja, das schaut doch dann schon gleich viel besser aus, ha? Ich sag's euch, ich werde noch voll der Profi hier mit dem Butler. Da längs. Machen wir das aber so rum. Doch da einfach näher ran. So, komm. Jetzt kämpfe ich den Berg hoch. Ich glaube, ich hätte schon alle Balken einmal abgerissen, von daher tut der Wallig Platz sicher. Habe ich da jetzt was ausgelassen? Ne, hat gepasst. Och ja. Ja, so langsam wird das, glaube ich. Einmal runter. Können wir ja schon fast eine Farming machen. Wir müssen auf den Kaki überzeugen, dass er spielt. Ja. Ist das so sein? Ach schon. Hoffentlich schaut er sich die Bistache an. Da war ich schon. Da war ich schon. Da. Okay, aber das klappt auf jeden Fall viel, viel besser. So. Dann Spanngurt darunter. So passt das. Eine Bahn noch hier runter, dann haben wir das auch geschafft. Ja, dann gucken wir gleich mal zur Silage rüber beim Andi, da schon den ersten Anhänger abholen kann. Das wird so nicht gehen, oder? Aber so kann man es ja machen. So, damit würde ich sagen, ist die Feldarbeit erstmal abgeschlossen. Nächste Stufe wäre dann Ernten.
Genau. Du stellen wir hier rein. So. Dann muss ich auch mal. Ich denke gerade, wieso bin ich plötzlich in einem Kompaktlader? So, 45.000 Liter Silage. Das ist schwer. Das muss noch. So, unten kann man ja noch keine. Ja, aber du kannst durch den Backlader sitzen bleiben. Nee. Ich fahre Silage. Das ist nur die Sache. Du musst ja irgendwie Geld verdienen. Oh, ja. Oh. Die Bremsen und das Gewicht. Jeder passt irgendwie rein in deinen Hänger. Ja, 45.000. Ja. Bin eben an der Spitzkehre, an der Ausfahrt unten auf die Straße irgendwie wieder 50 Meter vorbeigeschossen. Und ich habe schon früh angefangen zu bremsen. Ah, das ist. Und ich will jetzt gleich mal was testen, ob ich eventuell direkt in die BGA auch abkippen kann, ohne zu schaukeln. Das funktioniert. Oder ob der Trigger wirklich so hoch gesetzt ist. Weil es gibt ja manche BGAs, da geht das ganz gut. Aber hier habe ich es noch nicht getestet. Langsam, Junge. Oh, ja, und naja, und fast in die Bushaltestelle gekracht. Zum Glück war ein Baum davor. Ja, wieder die Bordsteinkanten hier im Dorf. Ja, die sind bissig. Ein altbekanntes Thema. Fahren wir gleich wieder. Über die Wiese ein Stück geradeaus. Na gut, wenn es nicht geht, dann kippen wir das Zeug einfach irgendwo hin und tauchen dann wieder ganz gemütlich im Radlader. Dafür ist er ja da. So, ja. Der Lager hier oben fühlt sich langsam. Muss das sein? Ja, und ja, schöne Sache. Kommen wir da jetzt wieder weg? Das Rangieren machen wir mal lieber in Außenansicht. Hier steht ein Radlader im Weg. Okay. So, jetzt an. Auch alle Radlenken, das ist hier dann doch so eng. Aber auch nicht, dass das so funktioniert, wie ich das hier vorstelle. Wobei die Markierung eigentlich gut aussieht da am Boden. Na komm, komm. Zeigt das so. Ah, es geht, es geht. Ja, es geht nicht. Weil die komische. Ne, ich krieg das Symbol und
Das ist aber so knapp, dass wenn die Klappe von meinem Anhänger aufgeht, schiebt er mich aus dem Trigger raus. Okay. Aber gut, wenn ich so geht's, auch wenn ich so ranfahre, ja, passt. Gut, da mache ich mir so schon mal wesentlich weniger Arbeit. Das ist gut. Da haben wir die 45.000 gleich mal reingehauen. Und dann kann ich schon wieder losfahren. Aber du musst mal auf die Uhr gucken. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin jetzt so konzentriert mit den Ballen hier rein und rausfahren. Ich habe jetzt hier schon tatsächlich 2, 7, ich glaube schon 10 oder 20 Ballen habe ich. Boah. Der Hänger ist gleich leer. Ja, du bist dann, Gacki. Jo, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Morgen geht's dann schon wieder weiter hier bei uns. Lasst gerne Like da, schreibt was in die Kommentare, was euch gefällt, auch was euch nicht gefällt, was wir vielleicht anders machen sollen. Jo, und dann sage ich tschüss, bis morgen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Seid auch morgen wieder mit dabei. Tschüss.